Alarm vor dem Buckingham-Palast am frühen Dienstagabend. Die Polizei hat vor dem Gebäude in London einen Mann festgenommen. Laut den Beamten hatte er sich den Toren des Buckingham-Palastes genähert und Gegenstände auf das Gelände geworfen. Es soll sich um Schrotpatronen gehandelt haben. Zudem sei bei der Durchsuchung des Mannes ein Messer gefunden worden, teilte die Londoner Metropolitan Police in einer Erklärung mit. Eine verdächtige Tasche, die er bei sich trug, sei vorsichtshalber kontrolliert gesprengt worden. Von einem terroristischen Hintergrund gehe man derzeit aber nicht aus. Laut Angaben des Buckingham-Palastes hielten sich weder König Charles noch seine Frau Camilla zu dem Zeitpunkt im Gebäude auf. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage vor der Krönungszeremonie von König Charles. Nicht nur für Polizei und Sicherheitskräfte laufen die Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten auf Hochtouren. Auch die Prozession durch London am Samstag will geprobt sein. Die Wachen nutzten dafür die frühen Morgenstunden am Mittwoch. Es ist die erste Krönung im britischen Königshaus seit 70 Jahren. Royale Häupter und Staatschefs aus der ganzen Welt werden zur Zeremonie erwartet.